zurück in die Hölle. Es waren keine Wolken am Himmel. Die Sonne schien kräftig auf Stadt und Land. Der perfekte Tag, um ein paar Hexen dorthin zu schicken, wo sie hingehörten. In die Hölle zu ihrem Meister. An diesem sonnigen Tag wurden drei solcher Weiber zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. In der Stadt Wernigerode war man schon am Vorbereiten. Zwei Handwerker hatten das Gerüst für die Hinrichtung über Nacht erbaut. Nun stapelten der Henker mit seinen Knechten und dem Holzfäller das Holz darunter, während die zwei Handwerker die soeben fertiggestellten Pfähle für die Hexen auf dem Gerüst befestigten. So, nun können die Hexen kommen, sagte der Henker und spuckte auf Asphalt, nachdem sie den Rest Holz aufgestapelt hatten. Wer ist das eigentlich diesmal? Fragte der Handwerkslehrling, der mit seinem Meister vom Gerüst stieg. Der Holzfäller wischte sich den Staub von den Kleidern und berichtete. Ich glaube, die alte Schulmeisterin soll eine Schülerin zum Hexentanz entführt haben. Man fand das Hexenmann auf ihrer Schulter. Und die alte Schneiderwitwe und ihre älteste Tochter, fügte der Handwerksmeister hinzu. Wir sind wohl schon so weit, dass wir Kinder verbrennen, warf der Holzfäller ein. Kind kann man zu dieser Dirne von Hexe nicht sagen. Sie zählt schon 16 Jahre. Und außerdem hat die Mutter gestanden. Ungewöhnlich, schon nach dem 10. Peitschenhieb. Erzählte der Henker mit einem diabolischen Lächeln auf den Lippen. Er war einer der ersten Bürotypen, die mit Leib und Seele bei der Arbeit waren. Genüsslich erinnerte er sich, wie seine Lieblingspeitsche auf den zarten Rücken der jungen Frau knallte. Und damit beendeten der Henker, der Holzfäller und der Handwerker ihr heutiges Arbeitsverhältnis. Doch sie würden sich bald wiedersehen, denn sie konnten erste Reihe Stehplätze bei der Verbrennung ergattern. Und gleich neben den Angehörigen. Das wird ein Fest. Körper an Körper standen die Leute auf dem Platz. Es begann. Der Henker Karren mit den drei Frauen fuhr vom Justizpalast los. Die, die keinen Platz mehr auf dem Platz hatten, stellten sich mit Scheiße und faulen Obst bewaffnet auf Bürgersteige, um wenigstens etwas vom Kuchen abzuhaben. Auf dem Karren standen drei Frauen. Eine war schon etwas älter. Sie wurde bis zum Wahnsinn gefoltert, dass sie nur dastand und mit sich selber sprach. Die anderen Frauen standen dicht beieinander, so als wenn sie nicht ihre Hände am Rücken gefesselt hätten, sich umarmen würden. Ich habe Angst, Mama, sagte das Mädchen, als sie von einer Tomate getroffen wurde. Ich auch, mein Kind, aber Jesus wird bei uns sein, versuchte die Mutter, sie aufzumuntern im Angesicht des Todes. Nach der langen Fahrt voller Spott und Hohn kamen sie am Richtplatz an. Grob rissen die Henkergehilfen die Verurteilten herunter und übergaben die Frauen an den Henker. Mama, verlass mich nicht! Schrie die Tochter und sah zu, wie die Mutter an den ersten der Pfähle mit dicken Seilen gebunden wurde. Ihr werdet gleich zusammenbrennen, keine Sorge! Lachte der Mann und packte sie am Arm, zog sie herunter. Der Henker nahm sie und schleifte sie auf den Scheiterhaufen. Er packte sie so fest, als würde er ihr den Arm abreißen wollen. Er drückte sie voller Wucht an den Pfahl und band sie so fest an, dass sie kaum atmen konnte. Dann ging er, um die Schulmeisterin zu holen. Das Mädchen blickte zu ihrer Mutter, die nur in die Menge starrte. Sie wusste, wohin. In der ersten Reihe stand die Schwester ihres Vaters, der einjährige Bruder im Arm. An der linken Hand hatte sie ihren Sohn, an der rechten ihren Bruder von 5 Jahren. Ihre 12-jährige Schwester an der Hand hielt. Sie umarmte halb ihre gleichaltrige Cousine. Der Abt und der Inquisitor betraten den Scheiterhaufen. Mit seinem kleinen Kreuz segnete der Abt die Verurteilten. Möge Gott eurer verdammten Seele gnädig sein, so brennt sie nieder und tut dies im Dienste des Vaters Jesu Christi und dem Heiligen Geist. Tat, wie ihn hießen. Er kippte Spiritus über die Verurteilten, nahm sich dann eine Fackel und zündete das Holz an. Die schreckliche Hitze war die schlimmste Qual der Frauen. Die Schulmeisterin murmelte etwas und wusste anscheinend nicht, wo sie war. Sie dachte, sie würde nur unterrichten. Das Publikum brüllte und johlte. Dem Henker und der hohen Geistlichkeit konnten ihr Grinsen vor Begeisterung nicht halten. Die Mutter fing an zu schreien. Jesus, errette uns! Der Herr ist mein Hirte! Es wird uns an nichts mangeln!
das Gefühl, tausend Nadeln würden in sie anbringen. Schlimmer noch, als würden die Foltern ihr einsetzen. Die Daumenschrauben, die Peitschenhiebe, die Streckbank. Alles Schmerzen auf der Welt schienen dies zu sein. Diese Qualen, diese schreckliche Hitze. Jesus! Die Mutter hörte auf zu schreien. Sie zappelte nur noch. Ihr ganzer Körper brannte nun. Das Mädchen sah noch einmal zu ihrer Familie. Die Kinder weinten, kniffen die Augen zu und einige vergruben ihr Gesicht in der Schürze der Tante. Die Tante schüttelte ohne jede Träne den Kopf. Welch Schmach! Meine Schwägerin und Nichte eine Hexe! Die entsetzlichen Qualen wurden stärker. Der schreckliche Qualm brachte sie zum Husten. Doch dann hörte alles auf. Das Geschrei der Leute verstummte. Die Schmerzen und die Flammen waren weg. Ein angenehmes, helles Licht kitzelte das Gesicht des Mädchens. Es roch nach Frühling. Eine warme, beruhigende Stimme sagte: Hab keine Angst. Es ist alles vorbei. Hier bist du in Sicherheit. An diesem sonnigen Tag wurden drei solcher Weiber zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. In der Stadt Wernigerode war man schon am Vorbereiten. Zwei Handwerker hatten das Gerüst für die Hinrichtung über Nacht erbaut. Nun stapelten der Henker mit seinen Knechten und dem Holzfäller das Holz darunter, während die zwei Handwerker die soeben fertiggestellten Pfähle für die Hexen auf dem Gerüst befestigten. So, nun können die Hexen kommen, sagte der Henker und spuckte auf Asphalt, nachdem sie den Rest Holz aufgestapelt hatten. Wer ist das eigentlich diesmal? Fragte der Handwerkslehrling, der mit seinem Meister vom Gerüst stieg. Der Holzfäller wischte sich den Staub von den Kleidern und berichtete: Ich glaube, die alte Schulmeisterin soll eine Schülerin zum Hexentanz entführt haben. Man fand das Hexenmann auf ihrer Schulter. Und die alte Schneiderwitwe und ihre älteste Tochter, fügte der Handwerksmeister hinzu. Wir sind wohl schon so weit, dass wir Kinder verbrennen, warf der Holzfäller ein. Kind kann man zu dieser Dirne von Hexe nicht sagen. Sie zählt schon 16 Jahre. Und außerdem hat die Mutter gestanden. Ungewöhnlich, schon nach dem 10. Peitschenhieb. Erzählte der Henker mit einem diabolischen Lächeln auf den Lippen. Er war einer der ersten Bürotypen, die mit Leib und Seele bei der Arbeit waren. Genüsslich erinnerte er sich, wie seine Lieblingspeitsche auf den zarten Rücken der jungen Frau knallte. Und damit beendeten der Henker, der Holzfäller und der Handwerker ihr heutiges Arbeitsverhältnis. Doch sie würden sich bald wiedersehen, denn sie konnten erste Reihe Stehplätze bei der Verbrennung ergattern. Und gleich neben den Angehörigen. Das wird ein Fest. Körper an Körper standen die Leute auf dem Platz. Es begann. Der Henker Karren mit den drei Frauen fuhr vom Justizpalast los. Die, die keinen Platz mehr auf dem Platz hatten, stellten sich mit Scheiße und faulen Obst bewaffnet auf Bürgersteige, um wenigstens etwas vom Kuchen abzuhaben. Auf dem Karren standen drei Frauen. Eine war schon etwas älter. Sie wurde bis zum Wahnsinn gefoltert, dass sie nur dastand und mit sich selber sprach. Die anderen Frauen standen dicht beieinander, so als wenn sie nicht ihre Hände am Rücken gefesselt hätten, sich umarmt würden. Ich habe Angst, Mama, sagte das Mädchen, als sie von einer Tomate getroffen wurde. Ich auch, mein Kind, aber Jesus wird bei uns sein, versuchte die Mutter, sie aufzumuntern im Angesicht des Todes. Nach der langen Fahrt voller Spott und Hohn kam sie am Richtplatz an. Grob rissen die Henker, Gehilfen, die Verurteilten herunter und übergaben die Frauen an den Henker. Mama, verlass mich nicht! Schrie die Tochter und sah zu, wie die Mutter an den ersten der Pfähle mit dicken Seilen gebunden wurde. Doch sie würden sich bald wiedersehen, denn sie konnten erste Reihe Stehplätze bei der Verbrennung ergattern. Und gleich neben den Angehörigen. Das wird ein Fest. Körper an Körper standen die Leute auf dem Platz. Es begann. Der Henker Karren mit den drei Frauen fuhr vom Justizpalast los. Die, die keinen Platz mehr auf dem Platz hatten, stellten sich mit Scheiße und faulen Obst bewaffnet auf Bürgersteige, um wenigstens etwas vom Kuchen abzuhaben. Auf dem Karren standen drei Frauen. Eine war schon etwas älter. Sie wurde bis zum Wahnsinn gefoltert, dass sie nur dastand und mit sich selber sprach. Die anderen Frauen standen dicht beieinander,
so als wenn sie nicht ihre Hände am Rücken gefesselt hätten, sich umarmt würden. Ich habe Angst, Mama, sagte das Mädchen, als sie von einer Tomate getroffen wurde. Ich auch, mein Kind, aber Jesus wird bei uns sein, versuchte die Mutter, sie aufzumuntern im Angesicht des Todes. Nach der langen Fahrt voller Spott und Hohn kam sie am Richtplatz an. Grob rissen die Henker, Gehilfen, die Verurteilten herunter und übergaben die Frauen an den Henker. Mama, verlass mich nicht! Schrie die Tochter und sah zu, wie die Mutter an den ersten der Pfähle mit dicken Seilen gebunden wurde. Ihr werdet gleich zusammenbrennen, keine Sorge! Lachte der Mann und packte sie am Arm, zog sie herunter. Der Henker nahm sie und schleifte sie auf den Schalter auf. Er packte sie so fest, als würde er ihr den Arm abreißen wollen. Er drückte sie voller Wucht an den Pfahl und band sie so fest an, dass sie kaum atmen konnte. Dann ging er, um die Schulmeisterin zu holen. Das Mädchen blickte zu ihrer Mutter, die nur in die Menge starrte. Sie wusste, wohin. In der ersten Reihe stand die Schwester ihres Vaters, der einjährige Bruder im Arm. An der linken Hand hatte sie ihren Sohn, an der rechten ihren Bruder von 5 Jahren. Ihre 12-jährige Schwester an der Hand hielt. Sie umarmte halb ihre gleichaltrige Cousine. Der Abt und der Inquisitor betraten den Scheiterhaufen. Mit seinem kleinen Kreuz segnete der Abt die Verurteilten. Möge Gott eurer verdammten Seele gnädig sein, so brennt sie nieder und tut dies im Dienste des Vaters Jesu Christi und dem Heiligen Geist. Tat, wie ihn gewiesen. Er kippte Spiritus über die Verurteilten, nahm sich dann eine Fackel und zündete das Holz an. Die schreckliche Hitze war die schlimmste Qual der Frauen. Die Schulmeisterin murmelte etwas und wusste anscheinend nicht, wo sie war.